Hallo Guys, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Kingdom Hearts Chain of Memories oder Re-Chain of Memories, wenn ihr es so wollt. Wisst ihr, es ist ein bisschen kälter, ich habe die Heizung angemacht, es ist ein bisschen zu warm tatsächlich hier drin, mein Hals ist ein bisschen trocken. Und trotzdem, nach diesen harten Umständen bin ich hier, um für euch Chain of Memories zu spielen. Ich hoffe, ihr appreciated das. So, gehen wir weiter. So what is the one you said out to remember about that other Dorada? Just bits and pieces. Maybe you could try telling us some more stuff about her. Who knows? It might even help you remember other things. Well, she was quiet and always drawing. When we'd go to the beach, she'd draw a picture instead of swimming. Sometimes she'd draw us, too. She was really good. I remember Riku and I fighting over who she'd draw next. But one day, she was gone, just like that. I think the grown-ups knew the reason. They might even have tried to explain some of it to me. But I was little. I probably didn't understand what was happening. I remember crying after she was gone. But that's all. I still don't remember her name. Oh, I bet you remember it in no time. I must point out, Sora keeps remembering things instead of forgetting them. It seems to me, forgetting things may be the only way to reach the memories buried deeper down inside each of us. So we should forget in order to remember? Like those guys said, our most precious memories lie so deep in our hearts that they're out of reach. All that stuff about finding, being losing, and losing being finding? I didn't get it at first, but maybe this is what they meant. Gore, Sora, I think I'm a little jealous of you. How come me and Donald and Jiminy aren't remembering more of the stuff from our memories? Come on, Goofy! Let's get going! We gotta forget things faster! Ja, ein bisschen cheesy das Ganze, aber auch ein bisschen dumm. Los, wir müssen uns schneller vergessen, damit wir uns mehr erinnern, wie Sora. Aber irgendwie ist es so gut zu vergessen, wenn man die ganze Zeit gesagt hat, oh nein, ich will nichts vergessen. Just as we intended. We'll continue with our plan. Let's see how far this group will go. You had your fun on the first floor, so this time, it's my turn. I'm not going to just give it to him. Don't break him. Well, do I detect a soft spot? I'm not gonna break the toy. I'm not dumb. Don't forget, Sora is the key. We need him if we're going to take over the organization. I know that you're in on it too. But keep it under your hood, at least until the time is right. You would have been wise to have done the same, Larxene. So, Sora, did anything back there help you remember your friend's name? Her name's the only thing I can't seem to remember. You gotta try! Hurry up and remember it!
Gewobene Erinnerung, Alter. Nehmen wir. Oh, ich habe schon so Bock drauf, wenn Axine gegen uns kämpft, also die blonde Lady. Oh, damn. Oh, Leute, Laxine ist einfach... Das ist unser Girl, okay? Vergesst alle Kinder im H2-Fuß. Laxine ist einfach... Oh, damn. Sie ist Top-Tier. Okay, aber wir gehen jetzt mal weiter. Noch eine Welt, die überbleibt. Und zwar Monstro. Ich meine, erinnert euch an Monstro. Ihr wisst schon, der motherfucking Wal. Aber übertrieben, das Stück. Na 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 na. Was für ein komischer Ort. Hier ist alles so elastisch und weich. Du willst nicht wissen, wo du bist, so. Und auch so warm. Ich würde am liebsten ein Nickerchen machen. Goofy, nein. Eigentlich müsstet ihr euch Sorgen machen. Wer ist da? Ihr seid hier im Magen von Monstro, dem Wal. Die Stimme kenne ich doch. Pinocchio, bist du's? Komm raus. Bist du das, Jiminy? Puh, ich hätte nie gedacht, dass wir uns hier treffen. Ja, dein Gewissen kannst du nicht entkommen, junger Mann. Jetzt gibt's Respekt, Shane. Du entkommst mir nicht, Junge. Ich bin dein Gewissen, sage ich doch, Alter. Dein Gewissen sollte dich immer zu leiten, stimmt's? Klar, Jiminy. Und ich war ganz brav, während du weg warst. Ich habe nicht einmal gelogen. Oha. Gleich kommt Respekt-Challenge Nummer 1. Oh je. Ach du grüne Neune. Hajemine. Ups, aber wie kommt ihr denn ins Monstros Magen? Über einen recht ungewöhnlichen Weg. So ungewöhnlich, dass wir gar nicht mehr wissen, wie. Wie schade, ich hätte gehofft, ihr könntet mir und meinem Vater hier raushelfen. Was denn, Geppetto ist auch hier drin? Ja, sicher, komm mit, Alter. Na, 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 na. Ja, lass mal gehen, Leute. Gut. Monstro. Eine der dümmsten Welten, aber eine der coolsten. Das Konzept, in einem Wal rumzuhängen, ist irgendwie scheiße dumm. Aber die Musik ist toll. Die Umgebung sieht cool aus. Und klar, es ist irgendwas Surreales. Gefällt mir. Doch. Bin großer Fan von Walen. Jetzt auf einmal. Los, Goofy, bring ihn um. Oh, geil. Hab ich doch bekommen, den Scheiß. Hey. Stech mich nicht, Junge. Und bye. Freeze! Ich habe so viele umgebracht. Das hat sich einfach nur gut angefühlt, Leute. Ich hätte echt gerne eine bessere Cloud-Karte. Boah. Ja, wie gesagt, nach Monstro, Leute, da kriegen wir ein neues Set von ihr wisst schon. Neues Set von Räumen oder ein neues Set von Welten, I guess. Stockwerken. Und ich glaube, ab dem Punkt bekommen wir dann auch besseres Zeug in den Shops. Also, das schon ganz gut passen. Boah, ich liebe es, wie dieser Schwertwurf einfach aussieht. So cool. Riesiger Fan einfach. Fire! Ja, tschüss, ne? Oh, wow, ich habe einfach nichts getroffen. Das Traurigste, was ich hier gesehen habe. Los, Goofy, bring sie um. Oh, ich muss schnell genau zu ihm. Und ihn nicht treffen, cool. Egal, Goofy regelt. Heute ist ein Goofy-Tag, Leute. Heute ist einfach Goofy-Tag. Ich hoffe, ihr seid dafür bereit. Ah, nice. So, ich schau gerade. Ich war ja natürlich wieder auf Reddit unterwegs, Leute. Oh, ist euch aufgefallen, das ist irgendwie auch passend zu Kingdom Hearts. Fand ich irgendwie lustig, als ich es gesehen habe. Wenn ihr so eine Taschenlampe habt, ja? Dann wirft sie Licht
Und das Licht beruhigt euch, aber gleichzeitig wirft das Licht Schatten auf, die euch beunruhigen könnten. Also bringt die Taschenlampe Segen und Heil. Also, nee, Heil und Nicht-Heil zugleich. Was irgendwie krass ist. Freeze. Als ob er noch existiert. Wie kannst du es wagen? Wunderschön. Ja, ich weiß nicht. Und es ist genau wie er am Anfang von Kingdom Hearts 1 gesagt hat, ne? Desto heller das Licht, desto größer der Schatten. Das ist irgendwie auch eine gute Sichtweise auf das Leben. Egal wie gut etwas ist, irgendwo ist etwas, was viel schlimmer ist. Was möglicherweise dadurch gekommen ist oder nicht. Und ich weiß nicht, egal wie gut es angeht, man sollte sich vielleicht nie zu sicher fühlen im Leben. Ist das zu negativ? Ach, keine Ahnung. Also sich zu sicher zu fühlen und dumme Dinge zu tun, ist meistens nicht die beste Idee. Genauso wie nicht zu schauen, wenn man seinen Schwertwurf macht und dann nicht zu treffen. Das ist auch nicht sonderlich klug. Für sie getestet. Feuerball, Junge. So, tschüss. Reicht jetzt auch, ne, mit eurem Leben. Oh Gott. Los, Goofy. Bring sie um. Goofy ist einfach der eigentliche Held in diesem Spiel, seien wir ehrlich. Goofy hat schon so viel umgebracht, heilige Scheiße. Ein friedlicher Schatz, nehmen wir. Ich weiß gar nicht, ob ich es vielleicht einführen sollte, dass ich in jeder Welt einmal einen friedlichen Schatz esse. Weil vielleicht ist der erste friedliche Schatz halt immer... Weißt du, mehr friedliche Schätze wir haben in der Welt, desto beschissener ist der Inhalt. Das heißt, der erste ist eigentlich immer ganz nett. This is it. Ja, tschüss, reicht jetzt auch, Alter. Und zack. Oh, das hat einfach voll viel gebracht. Richtig geil. Dafür sind wir hier. Dafür hast du dich geschunden, Rocky. Ja, also keine Ahnung. Wenn ihr das Licht entfacht, dann achtet darauf, dass ihr auch den Schatten im Blick behaltet. Und dass ihr positiv und negativ abwägen könnt. Kinder. So, Deep fängt der Part heute an. Deep. Will ich eigentlich Schwertfall-Serie lernen? Nee, guck mal, wir machen nur Vitalität, dann haben wir 200 HP, ist viel geiler. So. Ja, und sonst ein interessanter Gedanke, den ich auch auf Reddit gefunden habe, ist die Macht der Menschen über dieser Welt. Überleg mal, wenn die Menschen alle zusammenarbeiten würden, könnten sie die Welt zu einem richtig guten Ort machen, oder sie könnten die Welt auch zu einem richtig beschissenen Ort machen. Es ist unfassbar, kein anderes Wesen hat so viel Macht. Oh, okay. Das hat ja lang gehalten. Ja, ich weiß nicht. Einfach ein faszinierender Gedanke. Alle Menschen könnten jetzt zum Beispiel auf einmal umweltbewusster leben. Ja, natürlich, es dauert lange, um die Umwelt wieder hinzukriegen. Aber wenn die Menschen sich zusammenreißen würden, könnte man das vielleicht noch schaffen. Aber so ist einfach jede Hoffnung verloren. Alternativ könnten die Menschen auch einfach die ganze Zeit Krieg führen und alles zerstören, Atombomben werfen, die Welt komplett zerstören. Und ja, es ist einfach so viel Verantwortung im Menschsein, die wir einfach überhaupt nicht annehmen. Ja, ist schon einfach krass, wie arrogant die Leute sind. So, ich unter anderem auch natürlich, ne? Ich könnte auch umweltbewusster leben. Und anderes Gutes tun. Aber keine Ahnung. Ein Mensch ist einfach keine Kreatur, die die Welt lenken sollte, glaube ich. Sondern eher eine, die ihr Bestes geben sollte und das sollte genügen. Aber das reicht nun mal nicht. Ja gut, Leute, passt auf. So groß ist die Map. Ich werde alles umbringen und dann sehen wir uns wieder. Tschüss. So, Leute, ich habe nochmal einen friedlichen Schatz uns gegönnt. Mal sehen, Alter, was wir hier bekommen. Wahrscheinlich nur Müll, oder? Holy shit, der Feuerwurf, okay. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja gut, ich setze mich dann weiter ran. Hier ist ja noch einiges zum Töten. Ja. Yeah. So Leute, da sind wir wieder. Hi, ich habe alles umgebracht. Yeah. Ich habe hier tatsächlich noch einen Schatzraum gemacht. Einfach nur um zu gucken. Wir haben einfach nur Feuerlevel 0 bekommen. Also super scheiße. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Und wo will ich nochmal hin?
Dahin, okay, okay. Erstmal die krasse Ebene hier begutachten. Ne? Erstmal die Maps checken, Leute. Sonst ist es schwierig. Hier nochmal ein Raum der Dunkelheit. Hier ist noch nicht alles tot. Aber ganz ehrlich, juckt mich auch ein Scheiß. Wir gehen einfach hier direkt weiter. So, schauen wir mal hier rein direkt. Die krasse Story. Achso, die Karten habe ich auch nochmal reingeballert, weil ich die Sorge hatte, die Raumkarten, dass wir keine aufnehmen mehr können, also keine mehr aufnehmen können. Deswegen habe ich ja auch die Raumkarten alle schon reingetan. Bis natürlich die letzte, ne? So, lohnt sich mal rein, schon sind einer. Geppetto! Mit seinem kleinen Fisch, so cute. Wusstet ihr, dass in Kingdom Hearts 1, wenn man Geppetto und Pinocchio hilft, der Fisch auch verschwindet und in Geppettos Hütte weiterlebt? Voll nice. Bootsblitz, da ist ja Jiminy Griller. Wie seid ihr denn hergekommen? Gute Frage. Wie nannte sein Uhrenmacher im Magen eines Wals? Tja, lange Geschichte. Du bist denn sehr gestaunt, um Pinocchio zu suchen? Und Monster hat dich verschluckt? Das war's wert, denn ich habe meinen Sohn gefunden. Aber jetzt kommt ihr hier nicht mehr raus, stimmt's? Muss echt furchtbar sein, im Monsters Magen festzusitzen. Hauptsache Pinocchio und ich sind zusammen. Ohne ihn kann ich nicht leben. Es gibt doch nichts Schöneres, als mit seinen Lieben vereint zu sein. So geht's mir auch, Geppetto. Mir ist egal, ob ich hier feststecke, solange nur mein Pinocchio da ist. Er ist so ein lieber Junge. Aber er schwindet immer noch. Doch mit etwas Hilfe wird das schon. Ah, Jiminy, du sagst nicht zu viel. Apropos Pinocchio, wo zum Fick ist er hin? Er war ja noch da. Wo ist er diesmal hin? Wahrscheinlich auf Erkundungsgang. Dieser Junge hat schon fast jeden Zentimeter von Monstro erforscht. Er verrät mir nicht warum. Ich habe ihm gesagt, dass gefährlich ist, aber vergebens. Dieser Junge ist schwierig. Sora, wenn ich bitten darf? Schon klar. Ich weiß, wir sollten dir helfen, ihn zu finden, oder? Na dann los, Leute. Yes. Let's go. Schlüssel der Fügung. Und Sportsfreund. Auf Ehre. Ja, wir können einfach höher springen. Cool. Ich frage mich, ob wir auch Gleiter lernen. Ich glaube. Naja, whatever. So, dann will ich... Genau, da lang. Und jetzt hier nach links. Genau. Ja, wir sehen da noch ein paar kleine Schatten durch, aber juckt mich eigentlich eher weniger an der Stelle. Ich habe noch ein bisschen was in Kartenpunkte investiert. Wir werden unser Deck aber erst upgraden, wenn wir dann in der nächsten Ebene sind. Weil ich glaube, dass wir dort dann bessere Karten bekommen. Oh ja, dann können wir auch erstmal uns entspannt hier ein bisschen durchlatschen. Ist ja gar kein Ding. Bin ich hier richtig? Absolut paranoid so. Ich spiele auch schon so ein paar Stündchen Chain of Memories. Ja, muss man... Da schwindet die Konzentration ein ganz kleines bisschen. So, bam. Die Türen waren hier übrigens auch schon so ein bisschen komplexer. Da gab es dann sowas wie, oh, du musst genau 2 haben oder genau 3 und so. Wenn man halt die Zahlen nicht hat, ist man ein bisschen gebumst. Oh! Selber, oh, du Arsch. Pinocchio, du Lümmel! Du weißt doch, dass sich Geppetto Sorgen macht, wenn du hier alleine herumirrst. Jiminy war auch besorgt. Tut mir leid. Was machst du hier überhaupt? Suchst du was? Ja, ich suche nach einem Schatz. Du lügender Motherfucker. Nicht schon wieder. Aber Jiminy... Sei doch nicht so streng mit dem kleinen Jiminy. Wir versprechen dir nicht böse zu werden, Pinocchio. Du willst uns deshalb nicht willst du es uns deshalb nicht sagen, Gosh? Hab keine Angst, sag uns die Wahrheit. Vertrau Goofy. Stell mir gerade Goofy als Präsident der Vereinigten Staaten vor, Alter.
Naja, ich glaube, Goofy würde einen besseren Job machen. Vertrau auf Goofy. Wähle Goofy. Sei Goofy. Okay. Ich habe einen Ausgang gesucht. Vater sagt, er sei glücklich, aber es ist meine Schuld, dass wir hier sind. Ich hätte nicht verklaufen dürfen. Ich möchte, dass Vater wieder in seine Werkstatt kommt. Aber wenn ich ihm das sage, macht er sich nur Sorgen. Alles klar. Daher denkst du also, dass du lügen musst. Weil du es... du hast es getan, weil du ihn liebst. Jetzt brauchst du nur Mut. Nani? Sag Geppetto die Wahrheit. Mit etwas Mut schaffst du das. Wenn du es ihm ehrlich sagst, wie du dich fühlst, hilft er dir sicher, einen Ausweg zu finden. Und wir helfen dir auch. Wirklich? Ihr helft uns? Okay, ich versuch's. Drück mir die Daumen, Jiminy. Und fortan bitte keine Geheimniskrämerei mehr, einverstanden? Klar, ich werde Vater immer ehrlich sagen, wie es mir geht. Diesmal werde ich nicht lügen. Klasse, dann wächst auch deine Nase nicht mehr. Nani? Was ist los? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Pinocchio, lauf! Ja, Pinocchio ist dann mal tot. Das hier kennen wir auch noch. Pinocchio! Nani, Hilfe, ich bin gefangen! Was? Oh, die Mucke. Ein bisschen früh in der Welt, oder? Egal. Bam, 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 bam. Oh, ich fühle dieses Lied so. Nein, böse, hör auf. Oh, oh. Ey, ganz ruhig, Junge. Nope. This is it. Oh, ich hätte gern die Mickey-Karte, die ist hier nämlich ultra nützlich. Yeah, okay, jetzt geht's einfach richtig gut. Los, Goofy! Ho! Oh. Ja, gute Arbeit, Goofy. Okay, wir sollten uns ein bisschen konzentrieren, dass wir hier nicht verrecken. Das wäre relativ cool. Los, Goofy! Oh, jo! Ich würde gern springen, Sora, danke. Ob das durchkommt? Power! Alright. Nope, böse. Nein. Nein. Die Mucke ist einfach zu krass, Leute. So, wir machen jetzt Folgendes. Feuerwurf, Bruder! Das ist jetzt. Das ist nämlich irgendwie nützlicher, als die Sachen anders zu verwenden. Ja, wobei, vielleicht doch gerade nicht so sehr. Einfach immer brav gegen heilen, dann haben wir kein Problem. Nein, ganz böse. Scheiße. Ich hätte gerne noch mal ein Eis verwendet. So, das war nämlich noch annehmbaren Schaden. Back off! Nein, triff ihn! Oh Gott! Das war das Traurigste, was ich hier gesehen habe. Okay, nur noch ein bisschen. Wir schaffen's. Oh, nein, ganz böse. Oh, ein Glück, okay. Wir haben gewonnen. Ich hatte kurz wirklich Angst. Das war knapper, als es sein musste. Erneut nicht mal ein Level up. Hardcore. Genau, aber eigentlich bekommen wir
dem Bosskampf am Ende der Welt, aber anscheinend ist ja noch was. Hilfe, ich habe Angst. Pinocchio, sei tapfer. Wie? Gib nicht auf, versuch dich nach draußen zu kämpfen. Sei tapfer. Darauf bin ich ja nie gekommen. Ich versuch's, Alter. Erinnert euch das auch so ein bisschen an Vivi in Final Fantasy 9? Der ja auch quasi eine Puppe ist und gefangen ist von so einem Vieh und erstmal von drin sich befreien muss oder im Kampf es wenigstens probiert. Indem er Feuer auf das Vieh zaubert, in dem er gefangen ist. Pinocchio, alles in Ordnung? Keine Angst, alles in Ordnung. Bin bloß ein bisschen klebrig. Ja, das kann passieren. Gerade im Magen eines Wals. Woran denkt ihr, hä? Hä? Ich behalte euch im Auge. Aber ich habe eine tolle Idee. Der Herzlose hat mich ausgespuckt, als ich Rabauts gemacht habe. Das könnte bei Monstro vielleicht auch klappen? Natürlich, mit etwas Glück hustet uns Monstro aus. Tolle Idee, bringen wir es in sein Inneres vor und probieren es, Alter. Ich komme mit. Nein, zu gefährlich. Komm schon. Du sollst bei Geppetto sein. Was nützt Monstro zu entkommen, wenn ihr wieder getrennt werdet? Überlass das uns. Wahrscheinlich habt ihr recht. Seid vorsichtig. Ja, tschüss, ne? Puppenjunge. Oh, rein. Schlüssel des Seins. Dafür bin ich hier. Ja, okay. Und jetzt den Weg hier nochmal zurück und ganz hier hinten hin. Okay, I got it. Also, da lang. Ein bisschen Lehm wäre, glaube ich, ganz cool, aber passt schon. Wir müssen jetzt ein kleines Minispiel spielen gleich. Und dieses kleine Minispiel, wie gesagt, das Spiel kam ja ursprünglich für den Game Boy Advance raus. Okay, wir müssen weiter. Das habe ich auf Game Boy Advance so gut wie nie hinbekommen. Ich weiß noch... Oh, weißt du was? Den bringen wir noch um. Ich weiß noch, mein Boy Gibriel, ihr kennt ihn, aus Dark Souls. Er hat, damals Chain of Memories gespielt. Und ich habe ihn diese Mission gemacht. Im Monstro, dass man da rauskommt. Ah, das war einfach eine wilde Zeit. Aber ist auch mies, weil ihr werdet gleich das Problem sehen. So, genau, die Scheiße haben wir auch schon fertig. Zack. Boah, diese Musik ist so catchy einfach. Sie hat mich gefangen wie ein Raupi im Pokéball. Sehr mysteriöse Mucke. Weiter geht's nicht mehr. Bereit? Dann machen wir mal ordentlich Rabauts. Es wäre einfach, wenn wir jemanden zum Kämpfen hätten. Perfektes Timing, wir kriegen Besuch. Oh, wie passend, wie nett. Dramatische Musik ist da. Genau, ich soll einfach alle umbringen in der Zeit, im besten Fall. Und desto mehr ich gleichzeitig umbringe, desto geiler bin ich. Also wollen wir die eigentlich nur ein bisschen anschwächen gerade. Und dann möglichst viele auf einmal töten. Das ist so unser Traum. Ich glaube, wenn ich jetzt mein Ding werfe, bringt das schon viel. Oder auch nicht, Alter. Mit Fire kann ich auch richtig viel umbringen. Wir müssen uns halt beeilen, weil dieser Rabauz-Meter einfach wieder runtergeht, was ultra nervig ist. So, Goofy muss auch töten. Goofy, bring um. Junge, Goofy! Mach doch keinen Miesen. Nachladen kostet natürlich jetzt viel Zeit. Desto mehr ich auf einmal töte, desto geiler. Deswegen machen wir mal so jetzt. Ja, gute Arbeit, Roland. Hat es geklappt? Oh ja, hat geklappt. Cool. Auf dem Gameboy war das noch viel schwieriger tatsächlich. Puh. Dün, dün. Was jetzt? Es klappt, Monstro muss gleich niesen. Ba, 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 ba. Ja, nice. Aua, aua. Jetzt weiß ich, wie es ist, Kanonenkugel zu spielen. Wo ist Pinocchio und sein Daddy? Sie sind weg. Sie haben es wohl rausgeschafft.
Ohne dich, Jiminy? Und ich dachte, du sagst, vor seinem Gewissen gäbe es keinen drin. Mach nicht, solange es den beiden gut geht. Aber vielleicht braucht er mich nicht mehr wirklich. Wie meinst du das? Die kleine Puppe konnte richtig und falsch nicht voneinander unterscheiden. Aber er hat das weit gebracht. Vielleicht braucht er Jiminy Grille nicht mehr. Vielleicht kommt er ja ohne mein Gezetter. Boah, Gezetter ist ein Wort, was ich lange nicht mehr gelesen habe. Besser zurecht. Weißt du noch, was Geppetto gesagt hat? Es gibt doch nichts Schöneres, als mit seinen Lieben vereint zu sein. Ich wette, Pinocchio kann es kaum noch abwarten, dich bald wiederzusehen. Wer weiß, vielleicht hast du recht. Bestimmt, Bruder, bestimmt. Wunschgestirn stark. So, Leute, normalerweise ende ich den Part immer hier an dieser Stelle, aber heute nicht. Heute gehen wir noch ein bisschen weiter. Und der Part endet erst, wenn wir die neuen Karten haben. Denn da gibt es halt etwas, was ich gerne machen möchte. Bevor ich aufhöre. Und das ist halt der letzte Part für die Aufnahmesession. Deswegen ziehen wir jetzt durch, Leute. Was für ein Level habe ich eigentlich inzwischen? 28, ja, okay. 4 Level im Monstro ist in Ordnung. So, wir gehen einfach direkt weiter. Man wird ja direkt sehen, was ich meine. Too clever. I'm Larxene. So, are you enjoying your stay at the castle? I bet it's nice to peel away all the worthless memories and awaken the true memories that lie deep in your heart. True memories? Although, it seems that you're still forgetting the most important thing here. When that poor girl hears that you've forgotten her name, why, it'll break her heart. Poor girl. Do you know her? Is she here? Yes, she is. You see, the bad guys are holding her captive somewhere deep inside the castle. And you obviously are the hero, so you have to go save her. Although... Ah! I'm a bad guy, so you have to go through me. Sora! What's that? Is that thing mine? What a shame! You've been wearing it all this time and forgot? No, that's not possible. The memory has to be engraved somewhere deep inside your heart. Sora, you think carefully now. What, oh what, could it be? And who gave it to you? Meh. Sora, Sora, you're getting it now. Release the memory from within your heart. Namine. Well, it's about time. That's right, Namine. Yes, she's the one that gave you that tacky little good luck charm. Not that you even bothered to remember. No surprise, seeing as you also couldn't remember her name. Talk about heartless. I can't believe you. It'd serve you right if I decided to smash this piece of junk. Let it go! Namine gave me this. It's very important to me. Oh, it's important to you. Take
10 seconds ago, you didn't even know what it was! Nun, Sora wird bestimmt nicht manipuliert oder so. Lass mich da bitte nichts einreden. Oh, dieser Glücksbringer, wo er wohl herkommt. Oh, du erinnerst dich nicht an ihren Namen? Du bist ja ein schlechter Mensch. Ich wundere mich! Unser Girl Laxin ist ziemlich krass. Ich hoffe, ihr seid bereit für sie. Sie kennt kein Chill. Nicht ein bisschen. Nope, böse. Wenn ich die First Try schaffe, bin ich schon sehr zufrieden mit mir. Hey, ganz ruhig. Nope, kein Lightning, Ice. Oh, treffe ich? Oh yeah. Okay, wenigstens einmal. Ganz ruhig. Nope. Oh, bleib cool. Sie ist halt wirklich nicht schlecht. Und sie ist halt ultra schnell. Im Vergleich zu unseren eigentlichen Gegnern. Also früheren Gegnern. Goofy, beschütze mich! Als ob Goofy so lange überhaupt noch existiert hat. Machen wir mal so. Oh oh. Nope. Nein! Oh, und keine Range, Alter. Einfach nur sad. Nope. Aber ihr seht schon, ne? Diese ganzen Bad Guys haben halt... Oh oh. Nein, 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 nein! Haben halt alle ein gewisses Element. Und für sie ist halt Blitz. Ziemlich cool. Okay, wir wollen unsere Nullerkarten zurück. Möglichst schnell, bitte. Hey, entspann dich mal. Oh mein Gott. Oh shit, wir sind so tot. Okay. Noch existieren wir. Betonung auf noch. Nein, böse. Los, du. Nein, nicht Blitz, du dummer Haufen Scheiße. Du hattest einfach verliebt. Er will sie auch heilen. Okay. Ist in Ordnung. Ich meine, ich kann sie kaum übernehmen. Habt ihr gesehen? Die ist jetzt einfach drauf. Aber damn. Oh oh. Power. Oh oh. Oh oh. Okay, wir müssen aufladen. Nein, hör auf! Oh mein Gott, wieso? Komm, mach doch noch irgendeinen Scheiß, okay. Nope. Gott, verdammt! Stirb! Einfach alles aneinander koppeln, um zu finishen. Richtig erbärmlicher Versuch. Aber er hat funktioniert. Ein Sieg ist ein Sieg. Bin ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Yeah, level up. Nice. Das ist eine Scheiße. Kartenpunkte. Oh, eigentlich sollte ich Leben nehmen, oder? Wir halten kaum was aus. You're not as bad as I thought. You really are a hero. A heartless hero. Who asked you? Oh, does it hurt because it's the truth? You are just a baby. And if you're gonna be a baby, then here you go. I created another card from your memories, you know. Be a good boy and say thanks. Ta-ta. Wait, Luxine! Where are you? Don't you dare hide from me! Show yourself! Sora, calm down. She's not coming back.
Sora? I hate this. Why'd I need someone like that to bring back Naminé's memory? Gott, ich liebe sie. Be a good boy and say thanks. Oh, ich bin so ein Fan. Absolut verliebt. Okay, wir gehen aber weiter und uns speichern. Dann war es das mal für heute. Oder kommt hier noch eine Cutscene? Natürlich! Whew. Throwing that battle wore me out. Really? It looked to me like you just plain lost. How dare you! You don't appreciate the nuances of- An ungainly effort. Vexen! How could you be humbled by someone of such limited significance? You shame the organization. How can we help you, Vexen? It's not very often we see you topside. I came to lend you a hand. You obviously believe this Sora has much potential, but I remain unconvinced he is truly worth such coddling. I think an experiment would show if he really is of any value to us. Well, here we go again. It's just an excuse, so you can carry out your little experiments, that's all. I'm a scientist. Experiments are what I do. Yes. Whatever. You can do what you want. But you know, I think testing Sora is just a cover for testing your valet. Valet? He's the product of pure research. What he actually is a toy. You should just learn to be quiet. Anyway, since you came all this way, you're gonna need this. A humble gift to my elder. I hope you use it to put on a very good show for us. Sora, not so fast! We don't have time! They've got Naminé! We gotta rescue her! Whew! Sora sure does seem like he's upset. You'd be too! He just remembered a friend, but found out she's in trouble. Good point. I guess if we heard that the king was in danger, we would be pretty upset about that, too. Ich bin auch sehr upset. Das ist eigentlich so eine coole Idee. Weil Sora ist eigentlich immer so dieser, oh, ich bin so gut drauf, ne, so der typische Protagonistenjunge. Und jetzt zu sehen, dass er so Emotionen zeigt, wie Wut und Hass und diesen Tatendrang hat, gibt dem Ganzen frischen Wind. Also ich muss zugehen, das macht Chain of Memories richtig gut. Auch wenn andere Aspekte wie die einzelnen Stories in den Welten nicht so toll sind. Naja, wie auch immer. Danke fürs Zugucken und Zuhören, Leute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ihr schaltet demnächst auch wieder ein. Haut rein. Ciao.